Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Emily Elefant. Peppa und ihre Freunde gehen heute in ihre Spielgruppe. Jedes Kind hat seinen eigenen Kleiderhaken. Heute haben wir eine neue Schülerin. Emily Elefant. Hallo, Emily. Hallo. Emily ist ein bisschen schüchtern. Wer von euch möchte Emily ihren Kleiderhaken zeigen? Ich. Oh, wir brauchen nur einen. Peppa, zeigst du Emily ihren Kleiderhaken? Ja, Madame Gazelle. Wir haben alle unseren eigenen Kleiderhaken. Das hier ist dein Kleiderhaken. Emily hängt ihre Jacke an ihren eigenen Haken. Also, Emily, was möchtest du heute machen? Malen, kneten oder Bauklötze? Ich weiß nicht. Vielleicht Bauklötze? Was ist mit den anderen? Malen, kneten oder Bauklötze? Bauklötze! Meine Güte, die Bauklötze sind heute aber sehr beliebt. Alle wollen neben Emily Elefant sitzen. Emily, du stellst einen Klotz auf den anderen. Guck so. Ist es besser, wenn du sie nebeneinander stellst? Nein, so geht das, Emily. Miau. So ist es richtig, Emily. Nein. Nein, Emily. Guck, so. Ihr seid alle sehr hilfsbereit. Aber Emily, wie möchtest du denn mit deinen Klötzen bauen? Ich weiß nicht so recht. Vielleicht mache ich es so. Boah! Emily Elefant kann sehr gut mit Klötzen bauen. Es ist Pause. Hurra! Emily, möchtest du mit den anderen draußen spielen? Ja, gern. Wer zeigt Emily, wo wir spielen? Ich, Madame Gazelle. In der Pause spielen Peppa und ihre Freunde im Garten. Was für ein Krach! Wir spielen, wer am lautesten ist. Okay, ich bin zuerst dran. Squeak, squeak. Das war schon ziemlich laut. Jetzt ist Zoe Zebra dran. Und jetzt Luzi Locke. Jetzt kommt Klausi Kleff. Das war schon sehr laut. Ich bin dran. Jetzt ich. Nein. Ich bin. Peppa ist am lautesten. Emily, du bist dran. Ich weiß nicht recht. Bitte, Emily. Also gut, ich versuch's. Du liebe Güte, war das laut. Boah. Mach das nochmal. Jetzt ist Emily Elefant nicht mehr schüchtern. Emily, sollen wir mein Lieblingsspiel spielen? Was ist dein Lieblingsspiel? In die Matschepfütze springen. Das ist auch mein Lieblingsspiel. Peppa liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Das macht bestimmt Spaß. Yippie! Und Madame Gazelle liebt es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Alle lieben es, in der Matschepfütze herumzuspringen. Emily, hat dir dein erster Tag in unserer Spielgruppe gefallen? Ja, Madame Gazelle. Und, hast du auch schon viele neue Freunde? Ja! Emily Elefant ist meine Freundin. Emily ist meine Freundin. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Und meine. Emily, wen magst du am liebsten? Ich mag Lucio und Klausi und Zoe und Luisa und Petro und Peppa. Flohmarkt. Draußen regnet es und das Kindergartendach hat ein Loch. Kinder, wir veranstalten einen Flohmarkt. Und von dem Erlös bekommt unser Kindergarten ein neues Dach. Hurra!
jeder von euch sollte etwas für den Flohmarkt spenden. Was zum Beispiel? Altes Spielzeug oder irgendetwas, was ihr nicht mehr braucht. Miau. Da kommen die Eltern, um ihre Kinder abzuholen. Schluss für heute. Und denkt an euer altes Spielzeug für den Flohmarkt morgen früh. Peppa sucht ein Spielzeug für den Flohmarkt aus. Peppa, hast du dich entschieden? Du brauchst nur ein Spielzeug zu spenden. Ja, und denk dran, es ist für das neue Kindergartendach. Na gut, dann spende ich den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist das Lieblingsspielzeug von Schorsch. Peppa, du kannst doch nicht den Dinosaurier weggeben. Wirklich nicht? Nein. Wenn ihr meint. Entschuldigung, Schorsch. Sausia. Warum nimmst du nicht dein altes Schachtelmännchen? Also gut, jetzt bist du dran, Papa. Was? Wir müssen alle was für den Flohmarkt spenden. Ich spende diesen Hut und Schorsch spendet den gepunkteten Ball. Und was soll Papa spenden? Ich weiß, du nimmst den Fernseher. Nicht den Fernseher. Nein, den brauchen wir noch. Ich weiß was. Papas stinkige Pantoffeln. Nein, zu stinkig. Ich weiß was. Papas alten Sessel. Aber der ist antik. Was heißt denn antik? Antik heißt, er ist sehr alt und wertvoll. Aber du hast ihn auf dem Sperrmüll gefunden, Papa Wutz. Er ist wertlos. Wenn ich ihn repariere, ist er viel Geld wert. Aber das sagst du schon ewig, Papa Wutz. Ich weiß was. Ich spende diese Socken. Selbst gestrickt von Oma Wutz. Gut. Ich komme, um eure Sachen für den Flohmarkt abzuholen. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Und wollen Sie auch noch diesen alten Sessel? Oh, wie großzügig. Wiedersehen. Wiedersehen. Mama, du hast Papas Sessel weggegeben. Shh, sag's ihm nicht, das merkt er doch nie. Der Flohmarkttag ist gekommen. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Peppa, wie wär's mit diesem Sessel? Er ist ein bisschen schäbig, aber ihr könnt ihn zu Feuerholz verarbeiten. Aber der ist antik. Wirklich? Papa sagt, der ist ein Haufen Geld wert. Also sowas, dann gehe ich aber mit dem Preis rauf. Wiedersehen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Was hast du gespendet, Luzi? Mein Krankenschwesterkostüm. Und ich meinen Papageienballon. Und ich meinen Kuschelaffen. Ich werde mein Schachtelmännchen vermissen. Ich hätte gern dieses Schachtelmännchen, bitte. Und ich dieses Krankenschwesterkostüm. Den Papageienballon, bitte. Mama, Mama, guck, was wir gekauft haben. Euer altes Spielzeug. Wir haben's vermisst. Guckt mal, was ich gekauft habe. Einen antiken Sessel. Oh, Papa Wutz, das ist kein antiker Sessel. Eben doch. Frau Löffel hat es gesagt. Und der passt zu meinem alten. Ja, Papa. Und das liegt daran... Sch, Peppa. ...dass es dein alter Sessel ist. Was? Aber Frau Löffel hat mir gerade einen Haufen Geld dafür abgeknöpft. Fantastische Neuigkeiten erschaffen. Wir haben jetzt genug Geld beisammen für ein neues Kindergartendach. Hurra! Danke, Herr Wutz. Ho, ho. Sehr gern geschehen. Ein Ausflug mit dem Bus. Peppa und ihre Freunde machen einen Ausflug mit dem Bus. Kinder! Kinder, alle mal herhören. Wir müssen gucken, ob alle hier sind. Peppa und George. Hier. Luisa und Linus Löffel. Hier. Luzi Locke. Hier. Zoe Zebra. Hier. Klausi Kleff. Hier. Emily Elefant. Hier. Pedro Pony. Pedro Pony ist nicht da. Entschuldigung. Pedro, fast hättest du den Ausflug verpasst. Entschuldigung, Madame Gazelle. Kein Problem, wir sind ja noch da. Alle
alles einsteigen. Frau Mümmel ist die Busfahrerin. Volle Kraft voraus. Wiedersehen. Kinder, hört mal alle her. Heute machen wir einen Ausflug in die Berge. Hurra! Habt ihr alle euren Reiseproviant dabei? Ja, Madame Gazelle. Madame Gazelle, dürfen wir bitte jetzt schon was essen? Peppa, wir machen Picknick, wenn wir in den Bergen ankommen. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut, aber bitte hebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus, du schaffst das! Vorwärts, Bus! Hurra! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht! Oh! 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 Wer spricht da? Das ist dein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf! Olari-hu, olari-hu, olari-hu. Hollerahio, hollerahio, hollerahio. Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Die Enten fressen zu hastig. Du liebe Güte! Heimfahrt! Alles einsteigen! Es wird Zeit, nach Hause zu fahren. Allen hat es viel Spaß gemacht. Los kommt, wir singen was. Singen Sie uns den Bing-Bong-Song, bitte. Oh, oh. Bitte, Madame Gazelle, bitte den Bing-Bong-Song. Na gut. Wir machen Musik und wir singen ein Lied mit nem Bing und nem Bong und nem Bing. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Boo. Bong, Bing, Boo, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Bing, Bong, Bing, Boo. Luisa Löffel. Wieder geht ein schöner Tag zu Ende. Peppa und Schorsch spielen mit ihren Freunden Luisa und Linus Löffel. Nach Hause, meine zwei Häschen. Oh, wir wollen aber noch weiterspielen, Mama. Vielleicht ja morgen. Können Peppa und Schorsch morgen zu uns zum Spielen kommen? Ja. Hurra! Warum muss Linus denn weinen? Er hat ein bisschen Angst, die Treppe runterzugehen. Warum? Wir haben keine Treppen bei uns zu Hause. Was? Keine Treppen? Ja, genau. Du siehst es ja morgen. Wiedersehen. Wiedersehen. Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho, wir verfahren uns doch nicht. Na gut, seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz. Also, los. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Da
Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten. Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen. Luise! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbau. Oh! Ich zeige es euch. Bis später! Bis später! Kommt rein! Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunnel. Boah! Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll! Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir. Na klar. Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja. Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Sehr gut, Peppa-Kaninchen und Schorsch-Kaninchen. Peppa ist gern ein Kaninchen. Schorsch ist gern ein Kaninchen. Kaninchen essen Möhren. Wie lecker. Njam, njam, njam. Wie lecker. Schorsch mag keine Möhren. Er wird sie nicht einmal probieren. Oh, fein. Dann haben wir mehr. Luisa, was tun Kaninchen denn noch gern? Kaninchen hüpfen herum. Kommt mit raus, ich zeig's euch. Wir hüpfen. Kaninchen hüpfen gern. Ihr seid richtig gute Kaninchen. Mittagessen, Kinder. Herr und Frau Löffel haben gekocht. Luisa hat uns gezeigt, wie ein Kaninchen lebt. Dann wird es euch schmecken. Es gibt unsere Leibspeise. Möhren. Wie lecker. Wie lecker. Schorsch wird die Möhren nicht anrühren. Oh je, Schorsch. Ich dachte, du bist ein Kaninchen. Und Kaninchen mögen Möhren. Oh, Schorsch mag ja Möhren. Und das ist unsere Lieblingstorte. Möhrentorte. Hurra! Möhrentorte. Schorsch ist jetzt auch ein richtiges Kaninchen. Die Freundin. Peppa und ihre Freunde sind in ihrer Spielgruppe. Kinder, wer von euch möchte einen Brieffreund? Ich! Was ist ein Brieffreund? Ein Brieffreund ist ein Mädchen oder Junge, mit dem ihr euch Briefe schreibt. Dieses Mädchen lebt in Frankreich. Sie heißt Elena Esel. Kann Elena Esel meine Brieffreundin sein? Natürlich, Peppa. Hurra! Es ist früh am Morgen. Herr Zebra, der Postbote, bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Der ist für Fräulein Peppa Wutz. Das bin ich! Mama, kannst du ihn mir vorlesen? Natürlich. Er ist von Elena Esel. Meine Brieffreundin. Was schreibt sie denn? Bonjour, Peppa. Comment ça va? Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt Hallo, wie geht es dir? Und was schreibt sie noch? Ich helfe mal. J'aime les princesses et joue avec mes amis. Kluger Papa. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Papa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen.
Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Yippie! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Elena? Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Bonjour, Georges. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia! Nein, Georges, so spricht man kein Französisch. Es ist Morgen und der Zebra der Postbote bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Gibst du mir meinen Brief von Elena, bitte? Tut mir leid, Peppa. Kein Brief für dich dabei heute. Oh. Wer könnte das wohl sein? Bonjour, ich bin Elena Esel. Ich möchte Peppa besuchen. Es ist Elena! Bonjour! Bonjour, Peppa. Ihr seid meine Mama und Papa und mein Bruder Emil. Bonjour! Das sind meine Mama und Papa und mein kleiner Bruder Schorsch. Guten Tag! Sausia! Drago! Sprechen Sie Französisch, Herr Wutz? Ich bin Französisch-Experte. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Ja. Elena, wir können hier herumspringen. In Matschepfützen. Elena versteht Peppa nicht. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa versteht Elena nicht. Alles ist so anders in Französisch, Papa. Komm schon, Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Aha, das wollte ich ja dir gerade zeigen. Bei uns heißt das, in Matschepfützen herumzuspringen. J'adore, in Matschepfützen herumzuspringen. Alle auf der ganzen Welt lieben es, in Matschepfützen herumzuspringen. Die Übernachtungsparty. Es ist Abend. Peppa ist zu einer Übernachtungsparty bei Zoe Zebra eingeladen. Hallo Zoe! Hallo Peppa! Willkommen zu meiner Übernachtungsparty. Ich hol dich morgen früh wieder ab. Schlaf gut, Peppa! Tschüss! Luisa, Luzi und Emily sind schon da. Hallo zusammen! Hallo Peppa! Ich habe meinen Teddy mit. Hallo zusammen. Zoe hat ihren Stoffaffen. Uh. Emily ihren Frosch. Molly ihre Eule. Uhu. Und Luisa ihre Möhre. Möhre, Möhre. Herr Zebra guckt Fernsehen. Das ist besser. Ich hab was angeguckt. Aber das war uns zu langweilig, Papa. Papa Zebra geht jetzt ins Bett. Er muss morgen früh raus zum Post austragen. Du sagst es, Mama Zebra. Und macht nicht mehr so lange. Gute Nacht, Mama. Peppa und ihre Freunde machen sich bettfertig. Zoes kleine Schwestern, die Zwillinge Susi und Sina, wollen auch dabei sein. Die Übernachtungsparty ist nur für große Mädchen. Sie sind so süß, die Kleinen. Können sie hier bleiben? Na gut, aber ihr müsst versprechen, dass ihr wach bleibt. Versprochen? Oh, ein Klavier. Ich habe Unterricht. Hört mal. Funkle, funkle, kleiner Stern. Darf ich auch mal? Ich auch! Funkle, funkle, kleiner Stern, wer du bist, das müsst ihr lernen. Psst! Ihr müsst ganz leise sein, damit Papa Zebra schlafen kann. Ab in eure Schlafsäcke, bitte.
Was machen wir jetzt? Bei Übernachtungspartys gibt's immer ein Mitternachtspicknick. Was ist ein Mitternachtspicknick? Wir essen was, aber heimlich. Oh! Ich weiß, wo es was gibt, aber wir müssen ganz leise sein. Luzi. Psst, Peppa. Leise. Mama Zebra ist aufgewacht. Das wird bestimmt das beste Mitternachtspicknick überhaupt. Was ist denn hier los? Ihr weckt noch Papa auf. Also, wer kennt eine schöne, ruhige Gute-Nacht-Geschichte? Ich! Und ich! Ich fang an. Es war einmal eine Fee, die war ganz winzig klein. Jetzt bist du dran, Peppa. Und sie lebte tief im Wald. Und sie war wunderschön. Und sie hatte einen Zauberstab. Sehr schön. Jetzt du, Emily. Sag uns, wie es weitergeht. Ich weiß nicht so genau. Dann sag irgendwas, Emily. Hauptsache, es ist nicht langweilig. Na gut. Die kleine Waldfee traf ein großes Monster. Und das machte... Wie schrecklich! Was ist das für ein Lärm? Oh weh, der Krach hat Herrn Zebra aufgeweckt. Entschuldigung, Papa. Das war die Geschichte von einer Fee. Und einem schrecklichen Monster. Und wir wollen so gern wissen, wie es weitergeht. Also schön. Das Monster hob seine riesigen, haarigen Pranken. Oh. Und trottete auf seinen großen, haarigen Pfoten davon. Und dabei sang es. Funkle, funkle, kleiner Stern, wer du bist, das wüsst ich gern. Beim Gute-Nacht-Lied von Herrn Zebra sind alle eingeschlafen. Das Sportfest. Heute ist das große Sportfest. Peppa und ihre Freunde sind auch da. Alle Kinder bitte an den Start kommen. Alle müssen so schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Ich renne schneller als du. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich schaffe mindestens 100 Kilometer pro Stunde. Und ich mindestens 1.000.000 Kilometer pro Stunde. Peppa, Luzi, nicht reden. Lauf. Oh. Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Schneller, schneller, schneller! Luisa Löffel hat gewonnen. Und Peppa und Luzi sind die Letzten. Die Gewinnerin ist Luisa Löffel. Hurra! Dankeschön. Eigentlich hätte ich gewonnen, wenn du nicht immer geredet hättest, Luzi. Na, na, Peppa. Vergiss nicht, nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Ja, Papa. Der nächste Wettkampf ist der Weitsprung. Schorsch und Linus wollen herausfinden, wer weiter springen kann. Schorsch, renn so schnell, wie du kannst. Und dann spring so weit, wie du kannst. Schorsch, auf die Plätze. Fertig, los! Schorsch ist gesprungen, so weit er konnte. Und jetzt ist Linus Löffel dran. Wenn Linus nicht Anlauf nimmt, dann wird er nicht weit kommen. Linus Löffel, auf die Plätze. Fertig, los! Linus Löffel ist weiter gesprungen als Schorsch. Der Gewinner ist Linus Löffel. Hurra! Schorsch, vergiss nicht. Nicht das Gewinnen zählt, sondern das Dabeisein. Als nächstes kommt der Staffellauf. Jedes Kind läuft mit einem älteren Teil zusammen. Peppa, nimm mich, nimm mich. Aber Papa, du bist im Rennen nicht gerade der Schnellste. Als junger Schwein war ich einfach unschlagbar. Aber jetzt hast du einen Dickbauch. Aber ich komme noch an meine Zehen. Beinahe. Schon klar, Papa. Aber bitte renn so schnell du kannst. Als erstes laufen die Mamas und Papas.
Dann übergeben sie den Kindern ihren Stab. Mamas und Papas, auf die Plätze, fertig, los! Schneller, Papa! Schneller! Papa Wutz führt. Schneller, Papa! Danke, Papa. Das war sehr gut. Jetzt muss ich die Staffel nehmen. Peppa, nicht reden! Lauf! Oh! Der Sieger ist Emily Elefant. Hurra! Oh, Papa, ich habe noch keinen Preis gekriegt. Keine Sorge, Peppa. Ein Wettkampf kommt noch. Und jetzt zum letzten Wettkampf des Tages. Tauziehen. Jungen gegen Mädchen. Wenn ich los sage, zieht ihr so fest am Seil, wie ihr könnt. Die Mädchen gewinnen. Werden sie nicht. Die Jungs gewinnen. Auf die Plätze, fertig, los. Fester Jungs. Kommt schon, zieht. Fester Mädchen. Zieht. Ich ziehe doch. Alle ziehen so fest, dass das Seil reißt. Oh. Das Ergebnis ist unentschieden. Beide Mannschaften haben gewonnen. Hurra! Ich liebe das große Sportfest. Besonders, wenn ich einen Preis gewonnen habe. Paddys Ausflug. Peppa und ihre Familie machen einen Ausflug. Papa Wutz hat ein Picknick vorbereitet. Peppa, Schorsch, habt ihr eure Sachen gepackt? Ja, ich nehme Teddy mit. Sausia. Wenn ihr sie mitnehmt, müsst ihr aber auch darauf Acht geben. Ja, Mama. Seid ihr startbereit? Ja, ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Schorsch hat seinen Dinosaurier vergessen. Oh, Schorsch. Du solltest besser auf deinen Dinosaurier Acht geben. Zausia! Sind wir jetzt alle ganz und gar sicher, dass wir sonst überhaupt nichts vergessen haben? Ja, Papa Wutz! Teddy! Ich habe Teddy vergessen! Und wo hast du ihn denn liegen lassen? Ich glaube, auf dem Küchentisch war's. Peppa, du solltest wirklich besser auf Teddy Acht geben. Teddy! Jetzt aber wirklich! Sind alle bereit? Ja, Papa Wutz! Es geht los! Da ist der Picknickplatz. Wir sind da! Hurra! Oh, ich liebe diesen Picknickplatz. Hier ist es still und friedlich. Da kommen Zoe Zebra und ihr Vater, Herr Zebra, der Briefträger. Hallo, Herr Zebra! Bringen Sie unsere Post? Hoho, leider keine Zustellung. Ich habe frei heute. Nee. Wir machen nämlich ein Picknick. Genau wie wir. Also, warum machen wir nicht alle zusammen ein Picknick? Oh ja. Was für ein prächtiges Picknick. Dürfen Schorsch und ich bitte schon mal aufstehen und mit Zoe spielen? Ja, Peppa. Zoe, ich habe mein Teddy mit. Ich habe meinen Affen mit. Sausia. Ich habe mein Puppengeschirr mitgebracht. Wir spielen Picknick. Oh, da sind die Enten. Sie kommen wirklich jedes Mal, wenn wir hier picknicken. Wir hätten wohl Orangensaft dabei. Und wir hätten wohl Kekse dabei. Da, echter Puppenkeks. Sehr lecker. Oje, die Enten möchten wohl keinen echten Puppenkeks. Oh, fein. Dann können ja der Affe und Sausia und Teddy mehr bekommen. Lecker. Affe sagt, der beste Keks der Welt. Peppa, Schorsch, wir fahren. Wiedersehen, Zoe. Wiedersehen. Alle startbereit? Ja, Papa Wutz. Machen wir uns auch auf die Socken, Zoe. Ja, Papa. Tasse, Teller, Affe,
Teddy? Oh nein, du gehörst aber nicht hierhin, Teddy. Peppa hat ihren Teddy vergessen. Schon wieder. Peppa und ihre Familie sind zu Hause. Oh, genug gefahren für heute. Alles, was ich jetzt noch möchte, ist meine Füße hochzulegen und ein bisschen fahren. Teddy, ich habe Teddy vergessen. Oh, Peppa, jetzt muss Papa Wutz den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ja, natürlich. Da ist der Zebra, der Briefträger. Ich dachte, Sie hätten heute Ihren freien Tag, Herr Zebra. Heute ist mein Feiertag. Aber Zoe hat eine besondere Spezialzustellung für eine gewisse Peppa Wutz. Bitte schön, Peppa. Was ist das? Es ist Teddy. Du hattest ihn liegen lassen. Also haben wir Teddy mitgenommen. Dankeschön, Zoe. Teddy hat bestimmt einen spannenden Ausflugstag gehabt. Aber Peppa, du musst wirklich ein bisschen besser auf ihn Acht geben. Ja, Mama. Du bist ein sehr unartiger Teddy. Du musst versprechen, dass du nie wieder so herumbummelst. Entschuldigung, Peppa. Ich verspreche es. Putzteich. Die Enten schwimmen in ihrem Teich. Sie sind sehr glücklich. Hier kommen Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz. Hallo Enten. Die Enten möchten gern Brot haben. Tut mir leid, Frau Ente. Wir haben heute kein Brot dabei. Dafür haben wir etwas viel Lustigeres. Peppa hat ihr Spielzeugboot mitgebracht. Und Schorsch hat sein Spielzeugboot mitgebracht. Komm, wir ziehen dein Boot auf, Schorsch. Schorschs Boot hat einen Motor zum Aufziehen. Schnell, Schorsch! Setz das Boot in den Teich, bevor der Motor wieder anhält. Schorsch liebt sein Aufziehboot. Mama, kannst du mein Boot aufziehen? Dein Boot braucht man nicht aufzuziehen, Peppa. Peppas Boot ist ein Segelboot. Es wird vom Wind angetrieben. Ich mag mein Boot nicht. Es macht ja überhaupt nichts. Das liegt daran, dass heute kein Wind ist. Vielleicht braucht es ein bisschen Hilfe. Ich keuche und ich schnaufe und ich puste dein Boot davon. Hurra! Das war wirklich schnell. Peppa liebt ihr Segelboot. Da ist Peppas Freundin, Luzi Locke. Hallo zusammen. Hallo, Luzi. Wir spielen mit unseren Booten. Ich habe ein Rennboot. Ist das zum Aufziehen? Nein, es hat Batterien. Luzis Rennboot hat Batterien, die es antreiben. Oh. Was für ein großartiges Rennboot. Entschuldigung, Frau Ente. Da kommt Klausi Kleff mit Opa Kleff. Hallo zusammen. Hallo Klausi. Mein Opa hat mir einen Schaufelraddampfer gebaut. Oh. Ich muss sagen, das ist beeindruckend. Wie funktioniert es? Es hat eine Dampfmaschine. Ich muss nur diesen kleinen Hebel umlegen. Oh. Was für ein fantastischer Schaufelraddampfer. Da kommt Luisa Löffel mit ihrer Mutter. Hallo zusammen. Hallo Luisa. Wir spielen mit unseren Booten. Ich hätte auch gerne ein Boot. Luisa Löffel hat kein Boot. Ich habe eine Idee. Zum Glück habe ich eine Zeitung dabei. Mir reicht eine einzige Seite. Welche brauche ich denn nicht? Nachrichten? Sport? Ah, Mode. Nicht die Modeseite. Na gut, ich nehme die Wirtschaftsseite. Als ich ein kleines Schweinchen war, habe ich immer Zeitungen gefaltet. Und zwar so. Was macht Papa Wutz denn da? Ein Papierschiffchen. Papa Wutz hat ein Papierschiffchen gefaltet. Danke, Papa Wutz. Schorsch will auch ein Papierschiffchen haben. Hoho, ich glaube, ich komme auch ohne die Sportseite aus. Kann ich bitte auch eins haben? Ich auch. Hoho, natürlich. Papa Wutz faltet Papierschiffchen für alle. Wie wär's mit einem Rennen? Gute Idee, Mama Wutz. Wir keuchen und schnaufen und pusten die Schiffchen davon.
Alle mal tief einatmen. Achtung, fertig, pust! Wir haben einen Sieger. Wer hatte die Sportseite? Das ist Schorschs Boot. Schorsch hat gewonnen. Hurra! Ich liebe Boote. Und Papierschiffchen am allermeisten. Ich auch. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Alle haben sich prächtig amüsiert. Wiedersehen. Wiedersehen, Entchen. Bis bald. Den Enten haben die Schiffchen gefallen. Aber jetzt haben sie ihren Teich auch gern wieder für sich. Schorschs Freund. Peppa und ihre Freunde spielen auf dem Spielplatz. Peppa, Luzi und Klausi sind auf dem Karussell. Seid ihr fertig? Fertig! Dann geht's los! Hurra! Schneller! Schneller! Hoho! Schorsch ist noch zu klein für das Karussell. Er schaukelt auf der Schaukel. Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo zusammen. Hallo. Darf ich auch auf das Karussell? Steig auf, Luisa. Ich will mich ganz, ganz schnell drehen. Linus Löffel möchte auch auf das Karussell. Ah, aber wenn Linus mitkommt, dann können wir uns nicht so schnell drehen. Linus kann ja mit Schorsch spielen. Linus, möchtest du mit Schorsch spielen? Nein. Schorsch hat einen Dinosaurier, genau wie du. Lass uns mal sehen. Linus Löffel ist genauso alt wie Schorsch. Linus möchte deinen Saurier mal anschauen. Saurier. Schorsch, gibst du Linus mal deinen Dinosaurier? Nein. Linus, gibst du Schorsch mal deinen Dinosaurier? Nein. Schorsch und Linus wollen ihre Dinosaurier nicht teilen. Schorsch, es macht viel mehr Spaß, wenn du teilst. Das war wirklich nett von Schorsch. Sausia! Schorsch teilt nicht gerne. Linus, gib Schorsch jetzt mal die Dinosaurier. Linus teilt auch nicht gerne. Was soll denn dieser Radau? Schorsch und Linus weinen eben immer, wenn sie zusammen sind. Sie sind noch zu klein, um richtig zu spielen. Könnt ihr zwei großen Mädchen den beiden das zeigen? Na klar. Wir zeigen ihnen, wie man Sandkuchen backt. Gute Idee. Gehen wir zum Sandkasten. Schorsch und Linus lieben den Sandkasten. Schorsch, Linus, heute backen wir also Sandkuchen. Zuerst füllen wir die Eimer mit Sand. Dann drehen wir die Eimer um und klopfen ein bisschen drauf. Und dann heben wir die Eimer hoch. Hokus pokus. Linus hat einen Sandkuchen gebacken. Hokus pokus. Und Schorsch hat auch einen Sandkuchen gebacken. Seht ihr? Zusammen spielen macht Spaß. Oh je, dieses Spiel ist nicht gut ausgegangen. Das war die Schuld von deinem Bruder. Linus hat Schorschs Kuchen kaputt gemacht. Dein Bruder hat den Kuchen von meinem Bruder zuerst kaputt gemacht. Immer sachte. Ihr beiden großen Mädchen solltet doch Linus und Schorsch zeigen, wie man zusammen spielt. Das stimmt. Wir sind schon groß. Und Schorsch und Linus sind zu klein, um zusammen zu spielen. Ich habe eine Idee. Schorsch, was machst du am liebsten auf dem ganzen Spielplatz? Wippen! Schorsch liebt die Wippe. Wippen! Aber alleine zu wippen ist ein bisschen schwierig. Linus möchte auch auf die Wippe. Wippen, wippen, wippen. Seht mal, Schorsch und Linus spielen miteinander. Wippen, 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 wippen. Schorsch mag Linus.
Linus mag Schorsch. Schorsch und Linus spielen gern miteinander. Wippen, wippen. Sehtest. Peppa und Schorsch spielen mit Pedro Pony. Sie hüpfen in Matschepfützen. Pedro ist ausgerutscht. Seine Brille ist runtergefallen. Nee. Wo ist meine Brille geblieben? Ohne Brille kann Pedro nicht so gut sehen. Oh. Schorsch hat Pedros Brille gefunden. Oh. Dummer Schorsch. Hier ist sie wieder. Dankeschön. Pedro, warum trägst du eigentlich eine Brille? Ich brauche sie. Der Optiker hat das gesagt. Was ist ein Optiker? Mein Vater ist Optiker. Er guckt nach, ob du gut sehen kannst. Aber wie? Kann er in deinen Kopf schauen? Er macht einen Sehtest. Soll ich mal deine Augen testen? Ja, wir machen einen Sehtest. Wird gemacht. Interessant. Mach ein Auge zu und sag, was du siehst. Ich sehe da Schorsch. Beide Augen bitte zumachen. Jetzt sehe ich gar kein bisschen mehr. Gar kein bisschen mehr. Alles sehr interessant. Ich schätze, du brauchst eine Brille. Oh, wirklich? Ja. Pedro, wir fahren. Wiedersehen, Pedro. Nee. Wiedersehen. Mama, ich brauche eine Brille. Was? Pedro hat meine Augen getestet und ich brauche eine Brille. Ich glaube, deine Augen sind gut. Nein, Mama, wenn ich meine Augen zumache, dann kann ich gar nichts sehen. Aber niemand kann sehen, wenn er die Augen geschlossen hat. Oh. Wer meint, er braucht einen Sehtest? Pedro weiß alles über Sehtests. Sein Vater ist Optiker. Abgemacht, Peppa. Wir gehen zum Optiker und du machst einen Sehtest. Gehen wir sofort? Schorsch, willst du auch einen Sehtest machen? Nein. Peppa ist beim Optiker. Nee. Der Optiker ist Herr Pony. Hallo, Peppa. Bitte nimm Platz. Und? Was kann ich für dich tun? Ich möchte bitte einen Sehtest machen. Aber gern. Setz diese Spezialbrille auf und dann schau auf die Tafel. Herr Pony testet Peppas Sehkraft. Kannst du mir bitte diese Buchstaben vorlesen? Ja, gern. A, B, C, D, E, F. Gut. Und jetzt die Zahlen, bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Und jetzt bitte diese Farben. Rot, grün, orange, blau, gelb, lila. Exzellent. Möchtest du ein paar Brillen anprobieren, solange ich den Test auswerte? Ja, gern. Was sagst du zu dieser hier, Peppa? Die ist witzig. Finde ich auch. Und was sagst du zu der? Die ist viel zu groß. Was ist mit dieser? Ui, die mag ich ganz doll, Mama. Ja, Peppa, du siehst fantastisch aus. Ich sehe fantastisch aus. Gute Neuigkeiten. Peppas Sehkraft ist bestens. Oh, also brauche ich gar keine Brille? Nein. Aber ich würde gerne eine Brille tragen. Oh, Ich schlage vor, du nimmst einfach eine Sonnenbrille. Ja, eine Sonnenbrille. Hier, bitte sehr. Fantastisch. Die Sonne soll jetzt jeden Tag scheinen. Dann kann ich immer meine Sonnenbrille anziehen. Die Tankstelle von Opa Kleff. Das ist die Tankstelle von Opa Kleff. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo Klausi. Hallo, Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage.
2 Eis am Stiel, bitte. Oh, aber sicher. An der Tankstelle von Opa Cliff gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Hoho, und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia, das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich rufe Opa Cliff an. Opa Cliff am Apparat. Hilfe, unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie! Rettungsaktion läuft! Rettungsaktion läuft! Guck mal, da sind Klausi und Opa Cliff! Hurra! Opa Cliff weiß alles über Autos. Hm. Ist es was Ernstes? Nein, ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Cliff schleppt Pippas Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Cliff tankt Pippas Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Cliff. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Cliff hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Cliff uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Cliff am Apparat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Wir kommen, um euch zu retten. Hurra! Opa Cliff füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Cliff. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Oh. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Boah. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia, der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah, unternimm etwas, Opa Cliff. Oh. Ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Naja, ich habe ihn eigentlich nicht repariert. Ich habe ihn bloß... Gut, dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Opa Cliff ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Bull Zebra, die Tochter des Briefträgers. Herr Zebra, der Briefträger, bringt einen Brief für Familie Wutz. Seine Tochter Zoe hilft ihm heute. Sie trägt auch Briefe aus. Klausi Cliff, Luzi Locke, Luisa Löffel. Ah, Peppa und Schorsch. Und jetzt nur noch diese hier. Gut, gehen wir und liefern sie aus. Ja, Papa. Post! Peppa und Schorsch lieben es, wenn die Post kommt. Hier sind 2 Briefe. Der ist für Papa Wutz. Wie aufregend. Lieber Herr Wutz, zahlen Sie Telefongebühren. Oh,
Was sind Gebühren? Das klingt sehr langweilig. Gebühren sind auch langweilig. Mama, ist der andere Brief für dich? Nein, der hier ist für Pepper und George. Ui, ein Brief für George und mich. Ich lade euch zu meinem Geburtstag ein. Eure Zoe Zebra. Zoe hat Pepper und George zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen. Yippie! Ihr solltet Zoe einen Antwortbrief schreiben, damit sie weiß, dass ihr kommen wollt. Hilfst du uns beim Schreiben, Mama? Natürlich. Pepper und George schreiben Zoe eine Antwort. Was möchtet ihr gerne schreiben? Liebe Zoe. Liebe Zoe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Wie wär's mit Wir kommen gerne zu deiner Party. Viele Grüße, Pepper und George. Welcher Briefumschlag sieht am schönsten aus? Der rote. Fräulein Zoe Zebra. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Der Brief kann nun verschickt werden. Das ist der Briefkasten. Und das sind Klausi, Luzi, Pedro, Luisa und Emily Elefant. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa mit ihrem Brief. Rein damit! Und wie geht's weiter? Hallo alle miteinander! Hallo Peppa! Hast du meine Geburtstagseinladung bekommen? Ja! Und ich habe dir auch schon geantwortet. Oh, danke. Meine Güte, so viele Briefe heute. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Kann ich ihn aufmachen? Er ist für dich, Zoe. Aber zuerst muss er ausgetragen werden. So ist das nun einmal bei der Post. Oh. Und weil es heute ganz besonders viele sind, fange ich jetzt mal an. Können George und ich auch mitkommen? Hopp an Bord, Peppa und George. Dann bis später. Peppa und George helfen Herrn Zebra, die Post auszutragen. Das ist das Haus von Familie Zebra. Dieser Brief ist adressiert an Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Hoho, alle Briefe sind für Zoe. Das ist mein Brief. Darf ich ihn austragen? Selbstverständlich. Peppa liebt es, Briefe auszutragen. Mami, guck mal. Die Briefe sind alle für mich. Oh, erstaunlich. Liest du sie mir vor, Mami? Liebe Zoe, ich komme sehr gern zu deiner Party. Dein Klausi Kleff. Luzi Locke schreibt, sie kommt auch gern zur Party. Und Luisa, Pedro, Emily, Molly, sie kommen alle gern zu deiner Party. Und dieser Brief hier ist von mir. Da steht, wir kommen gerne zu deiner Party. Mit vielen Grüßen, Peppa und George. Alle sind zu Zoes Party gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Zoe. Boah. So viele Geschenke. Da wirst du aber viele Dankesbriefe schreiben müssen, Zoe. Oh, und wer wird wohl all die vielen Dankesbriefe austragen? Du natürlich, Papa. Ich helfe dir dabei. Schwimmen. Peppa und ihre Familie gehen schwimmen. Papa Wutz trägt seine Badehose. Mama Wutz trägt ihren Bikini. Peppa trägt ihren Badeanzug. Beeil dich, George. Wir warten schon alle. George trägt seine Badehose. Peppa, George, Papa zieht euch noch eure Schwimmflügel an. Hier, George. Mit den Schwimmflügeln siehst du schon groß aus. Jetzt ich. Gut, jetzt können wir ins Wasser gehen. Hurra! George ist zum ersten Mal im Schwimmbad. Steck doch erst mal einen Fuß ins Wasser. Vielleicht solltest du mal den anderen Fuß probieren. Vielleicht sollte George einfach beide Füße nehmen. Gute Idee. Gut gemacht, George. Aber vielleicht könntest du weniger rumspritzen.
Da kommt Luisa Löffel mit ihrem kleinen Bruder Linus Löffel. Hallo Luisa! Hallo zusammen! Linus, halt dich am Brett fest, dann kannst du den Beinschlag üben. Schorsch, möchtest du auch Beinschlag üben? Hoho, sehr gut, aber versucht nicht so zu spritzen. Große Kinder spritzen nicht. Wir können schon sehr gut schwimmen. Wenn Schorsch und Linus älter sind, können sie bestimmt genauso gut schwimmen wie wir. Nicht wahr, Luisa? Ja. Linus hat eine Spielzeuggießkanne. Lass das, Linus. Oh. Oh je, Linus hat seine Gießkanne ins Wasser fallen lassen. Tut mir leid, Linus. Ich komme nicht dran. Sie ist viel zu tief unten. Mami! Ich kann unter Wasser nicht schwimmen. Noch nicht mal ich kann unter Wasser schwimmen. Halt bitte mal meine Brille, Mama Wutz. Hier, bitteschön. Gut gemacht, Papa Wutz. Ich kann schon ganz gut unter Wasser schwimmen. Die Gießkanne ist doch für Babys. Dürfen wir jetzt vom Sprungbrett springen? Tut mir leid, Peppa. Die Sprungbretter sind nur für die Großen. Oh. Macht euch nichts draus. Ihr könnt zugucken, wie ich springe. Dummer Papa, dein Bauch ist doch zu dick. Hoho, Unsinn. Als ich jung war, habe ich beim Springen Preise gewonnen. Aber das ist doch schon eine Weile her, Papa Wutz. Zum Glück habe ich mich stark und fit gehalten. Bitte halt meine Brille, Mama Wutz. Ihr habt eine bessere Sicht, wenn ihr von der Seite aus zuseht. Bitte spritzt uns nicht mit Wasser nass, Papa. Natürlich spritze ich euch nicht nass, Peppa. Ich glaube, ich brauche ein höheres Brett. Bitte sei vorsichtig, Papa Wutz. Ja, spritz uns nicht nass, Papa. Hoho, keine Sorge, Peppa. Bitte spritz uns bloß nicht nass, Papa. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht spritze. Schlauer Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Mein Handtuch brauche ich nicht. Ich habe einen besonderen Trick, mich zu trocknen. Papa Wutz hat alle mit Wasser nass gespritzt. Papa Wutz. Entschuldigt bitte alle.